Ja, vielen Dank, Birgit, für die Einleitung und für die Vorstellung. Auch von meiner Seite aus ein Hallo aus Osnabrück und herzlich willkommen zu unserem Webinar Interaktive Nutzung von PowerPoint. Das Tool PowerPoint dürfte ja hinlänglich bekannt sein. Und ich meine gerade die Tatsache, dass fast alle Leute oder viele Leute in der Lehre und auch in vielen anderen Berufen damit arbeiten und es nutzen, lässt es sinnvoll erscheinen, dass wir uns auch didaktisch weiterhin damit beschäftigen und uns fragen, ob wir das jetzt immer richtig so machen. Also richtig und falsch gibt es natürlich nicht, aber es ist so, es gibt ja so eine Art typische PowerPoint-Verwendung. Ich möchte es mal klassisch nennen und das ist ja auch in Ordnung, aber in manchen Kontexten kann man vielleicht noch etwas gewinnen, wenn man es einmal anders macht oder zumindest bestimmte Dinge verändert. Und meine Vorschläge gehen jetzt vor allem in Richtung interaktive Nutzung von PowerPoint, was eben nicht immer gemacht wird. Bevor wir da dran gehen, möchten wir aber gerne von Ihnen erfahren, welche Bedeutung PowerPoint in Ihrem beruflichen Umfeld hat. Deshalb kommen wir gleich ja, zur ersten Umfrage. Ja, Sie sehen zwei Fragen. Wie häufig verwenden Sie PowerPoint in Ihrem beruflichen Alltag? Und in welchen beruflichen Kontexten verwenden Sie PowerPoint? Sie dürfen gerne beides beantworten, es ist auch egal, in welcher Reihenfolge. Die rechte Abfrage ist Multiple Choice, da können Sie also auch mehrere Dinge ankreuzen. Ja, es sind jetzt schon eine ganze Menge Antworten eingegeben worden. Ich weiß nicht, ob das alles ist, aber es sieht so aus, als ob PowerPoint bei den Anwesenden zumindest eine größere Rolle spielt. Es wird sehr oft, mehrmals im Monat oder manchmal verwendet. Niemand sagt selten oder gar nicht. Und die größten Prozentzahlen finden wir im Bereich Besprechungen und Universitätsveranstaltungen wie Vorlesungen und Seminare. Auch auf Tagungen spielt es natürlich eine große Rolle. Ja, vielen Dank für die Antwort. So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in unserem Hochschulbereich durchaus repräsentativ sein könnte, solche Zahlen. Gut, dann würden wir zu unserer Präsentation zurückkommen. Und ich werde jetzt meinen Bildschirm freigeben, damit Sie auch sehen, was ich hier sehe. Ja, interaktive Nutzung von PowerPoint. Bevor wir jetzt die interaktive Nutzung angehen, möchte ich zunächst einmal zu der klassischen Nutzung kommen, wie ich sie häufig gesehen habe. Ich zeige Ihnen da jetzt einmal eine Folie. So oder ähnlich sieht man PowerPoint öfter. Und dazu habe ich zunächst mal an Sie die Frage, wie würden Sie diese Folie beschreiben? Sie können da in den Chat ein paar Stichwörter schreiben, wie Sie das sehen. Ja, die ersten Antworten sind eingetroffen. Bleiwüste, zu viel Text, langweilig, Grafiken fehlen. Da würde ich im Großen und Ganzen auf jeden Fall zustimmen. Man muss nicht komplett zustimmen und sagen, das ist so falsch, aber sagen wir so, in vielen Kontexten könnte man mit einer anderen Gestaltung wahrscheinlich es interessanter machen. Ja, meine zweite Frage dazu, wie laufen solche Vorträge oftmals ab, wo Folien so gestaltet werden in der Mehrheit? Ja, ablesen, das heißt, ein Teilnehmer sagt, es wird häufig dann, stellt sich jemand hin und liest genau das, was auf der Folie draufsteht, dann noch einmal vor, womöglich sogar mit dem Rücken zum Publikum stehend, das gibt es leider auch manchmal. Die Leute werden gezwungen, nur zuzuhören und nicht zu lesen, sagt jemand, es ist monoton, es ist langweilig, die Folien werden einfach abgelesen und es ist nicht lebhaft. Das geht also alles in eine ähnliche Richtung und ich muss sagen, in vielen Fällen habe ich es auch so wahrgenommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum läuft das so ab? Ja, die Frage warum, da gibt es mehrere mögliche Antworten. Also ich habe schon Leute sagen hören, bei uns, in unserem Fach ist das so üblich, das wird erwartet, dass es so aussieht und deshalb muss das auch so sein.
Ja, wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich eine Art, Konflikten auszuweichen und da keine Irritationen zu schaffen, wenn man dem einfach folgt. Das kann ich soweit einigermaßen einsehen. Andere Leute sagen, meine PowerPoint-Präsentation ist mein Skript, da muss alles drinstehen. An dieser Stelle würde ich vielleicht zurückfragen, ist das für Sie wichtig, damit Sie wissen, wo Sie sind, weil Sie sonst nicht wissen, was Sie an der entsprechenden Stelle sagen, möchten? Oder ist das deshalb wichtig, weil Sie die Präsentation hinterher den Teilnehmern zur Verfügung stellen möchten? Letzteres ist zumindest irgendwie funktional und wäre ein Grund, auch wenn ich da ja, Vorschläge hätte, wie man es anders machen könnte, sodass die Leute trotzdem an die Inhalte kommen. Wenn es nur darum geht, dass man selbst weiß, was man sagen wollte, die Leute aber die Präsentation nicht kriegen, halte ich das für eher kritisch, denn man zwingt ja dann die Leute dazu, das alles mitzuschreiben, was da auf den Folien erscheint. Und das ist dann doch eine Menge geistige Arbeit, die nebenbei geleistet werden muss und die eigentlich unnötig ist. Man könnte zum Beispiel dann ein Handout haben, wo die Inhalte kompakt zusammengefasst und richtig drin stehen. Ich glaube, es könnte eine dritte Gruppe geben von Leuten, die da eigentlich noch nicht viel drüber nachgedacht haben und gesagt haben, das habe ich immer so gesehen, deshalb habe ich das auch so gemacht. Ja, für diese Gruppe oder für diese Menschen gäbe es dann eben ein paar Vorschläge, was man vielleicht anders machen könnte. Und das ist dann eben der Inhalt auch dieses Webinars. Gut, ich gehe dann mal weiter zur nächsten Folie. Ja, Sie sehen, das sieht jetzt ganz anders aus. Das ist auch absichtlich so. Und hier möchte ich auch ganz kurze Worte verlieren zum Thema Layout. Also ich habe schon manchmal gehört, dass Leute sagen, seriöse Präsentationen sind immer schwarz auf weiß oder umgekehrt. Das ist eine mögliche Einstellung dazu. Wenn man sich dann allerdings ins Internet begibt und da mal die Diskussionen etwas aufmerksamer liest und die Argumente verfolgt, wird man feststellen, dass da doch eine Menge verschiedene Meinungen zu existieren. Und vieles ist auch vom Kontext abhängig. Also die Frage wäre zum Beispiel, was ist eigentlich das Ziel der Präsentation und auch, was ist auch das Thema? Und zu diesen beiden Dingen muss die Art, wie ich es mache, wie das Layout, was ich präsentiere, eben auch irgendwie dazu passen. Klares Kriterium ist immer natürlich die Lesbarkeit von Texten. Dafür brauche ich vor allem Kontrast, damit das gut lesbar ist, und eine ordentliche Schriftgröße, damit die Leute das gut lesen können. Und das ist wahrscheinlich bei den meisten Präsentationen ein wichtiger Zusammenhang. Meine persönliche Meinung ist, man soll ein Layout wählen, das man selbst leiden mag und mit dem man sich wohlfühlt. Und wenn dann eben der Aspekt der Lesbarkeit noch erfüllt ist, dann ist das auch in Ordnung. Das ist dann eben zweckangemessen und funktional. Und so habe ich es eben auch gemacht. Ich habe ein Layout gewählt, was mir für den Zweck angemessen erscheint. Gut, jetzt zu den Inhalten. Also wir gehen jetzt hier von oben nach unten durch. Es wird später Fälle geben, wo ich Sie auch bitte, etwas auszuwählen, denn hier wird nicht unbedingt immer nur linear präsentiert. An dieser Stelle ist es allerdings schon so, dass die Dinge aufeinander aufbauen. Das Erste, was bringe ich mit, geht eher in Richtung Selbstverständlichkeit. Aber da man selbst und auch das auch öfter sieht und auch selbst etwas vergessen kann, gehen wir da jetzt einfach mal durch. Also, diese Frage würde ich normalerweise in der Präsenz an die Teilnehmenden weiterreichen und mir erstmal anhören, was die dazu zu sagen haben. Aber wenn ich das immer mache, würden wir hier wahrscheinlich nicht durchkommen mit der Zeit. Deshalb gehe ich einfach weiter. Ja, was auf jeden Fall immer zu empfehlen ist, ist eine gute Vorbereitung. Die gibt Sicherheit und wirkt professionell. Und wenn dann irgendwas passiert, was man nicht so nicht erwartet hatte, zum Beispiel der Adapter für die Videoverbindung passt nicht, dann ist es gut, wenn man vorbereitet ist und einen solchen Adapter mit dabei hat. Es gibt aber auch viele andere Aspekte der Vorbereitung. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen und ich würde sagen, wenn man, ich habe vorhin ja die Gruppe von Leuten erwähnt, die sagt, wenn ich nicht all meinen Text auf den Folien habe, weiß ich ja gar nicht, was ich sagen sollte. An dieser Stelle würde, glaube ich, eine gute Vorbereitung auch helfen, dass es nicht der ganze Text auf den Folien stehen muss, indem ich einfach mich in meinem Thema zu Hause fühle. Ja, das Zweite, was man mitbringen kann, aber nicht muss, wäre eben ein Handout. Da gibt es eben bestimmte Situationen, wo das durchaus sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man die Teilnehmer entlasten möchte in dem Bereich des Mitschreibens. Wenn also alles Wichtige in einem Papier drinsteht, was ich aushändigen kann, dann ist das schneller und effizienter, als wenn man die Leute alles mitschreiben lässt, denn das Ergebnis wäre dann ja auch Papier beim Mitschreiben. Auf Tagungen ist es häufig so, dass die Teilnehmenden nicht viel Gelegenheit haben oder gar keine, sich vorzubereiten. Und dann ist es auch oft auch ganz schön, wenn man ihnen etwas mit nach Hause geben kann, dass sie da nochmal reingucken können, wenn das Thema für sie interessant war. Ja, das Dritte, was ich vorschlagen wollte, wäre Humor mitzubringen. Das muss jetzt nicht unbedingt so aussehen wie hier auf dem Bild. Das ist die Veranstaltung, die man macht, muss ja nicht unbedingt ein Brüller werden. Aber gute Laune mitzubringen und
ja, eben auch seinen Humor ein bisschen einfließen zu lassen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das nächste, was man mitbringen kann, ist ja, eine weitere Person, die sich mit zum Beispiel mit einem Teilaspekt des Themas besonders gut auskennt, ein Experte. Und wenn man da so einen Personalwechsel hat bei der Präsentation, der auch gut eingespielt und gut vorbereitet ist, dann kann das die Sache auch durchaus beleben und eben die Expertenkenntnisse können die Sache auch bereichern. Und das Letzte, was ich noch vorschlagen würde, was also auch gar nicht so oft gemacht wird, ist Requisiten mitzubringen, die natürlich zum Thema passen sollten. Hier sind jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Es gibt hier Dinge, die man auch nehmen könnte, um zum Beispiel etwas zu zeigen, etwas vorzuführen. Das Stethoskop könnte ich mir in einer entsprechenden Veranstaltung vorstellen, als etwas, das man auch richtig mal benutzen kann, auch mal jemanden bitten kann, es vorzuführen, der damit umgehen kann oder so. Und ansonsten haben Sie eben die Möglichkeit, Dinge anschaulich zu machen, Gerüche, Geschmäcker hereinzubringen, an dem Globus zu drehen, etwas zu suchen. Also es gibt da eben viele Möglichkeiten, was man mitbringen kann zum Thema passend und dann auch, wie man es einsetzt. Damit hätten wir diesen Bereich schon durch, der Vorbereitung, und kommen zum Thema Interaktion mit dem Publikum. Das ist mir relativ wichtig. Ja, auch hier gehe ich einfach über die Frage hinweg und stelle sie Ihnen noch nicht. Sie bekommen gleich eine andere Frage in diesem Zusammenhang gestellt. Also, was kann ich tun, um das Publikum einzubeziehen? Eine Möglichkeit sind einleitende Fragen mit Handhochabstimmungen. Also sowas wie, wer von Ihnen glaubt das oder wer von Ihnen ist dafür das? Das ist auf jeden Fall etwas, worum sich die Leute dann Gedanken machen. Sie heben möglicherweise die Hand bei der Frage. Das können wir hier natürlich nicht physisch machen, das würde einfach niemand sehen, aber es gibt in Adobe Connect die Möglichkeit, sowas zu tun. Es gibt dafür so Knöpfe und wir können hier jetzt natürlich auch eine Abstimmung machen, die genau das simuliert, äquivalent. Ja, danke Birgit. Wir sehen hier jetzt also eine Frage an Sie. Glauben Sie, dass das Publikum während des Vortrags aufmerksamer ist, wenn es regelmäßig in das Geschehen einbezogen wird? Ja, das ging ziemlich schnell. Wir haben jetzt schon 20 Meldungen im Moment und 95% sagen, sie glauben das, ja, und 5%, also eine Person sagt, weiß nicht, da bin ich nicht so sicher. Das ist auch so ähnlich, wie ich es erwartet hatte. Und das ist ja letztlich das, was wir jetzt noch auf dem Bildschirm Jetzt. in der Präsentation. Wer von Ihnen glaubt das? Und Sie haben jetzt gewissermaßen die Hand gehoben. Und eine Die Person meisten für für ja nein. und eine Person für weiß nicht. Und eine Person inzwischen für nein. Ja, gut, danke. Ja, es gibt weitere Sachen, die Sie das Publikum fragen können. Zum Beispiel geht es ja oftmals um irgendwelche Informationen, die auch mit Zahlen versehen sind, sowas wie Prozentzahlen. Da kann man mal Leute schätzen lassen, was sie meinen. Und hinterher gibt es dann oft eine Auflösung. Sie können, wenn Sie ein Problem oder ein Teilproblem des Themas vorstellen, fragen, ob sich jemand eine Lösung vorstellen kann dafür. Das wird nicht bei ganz komplexen Sachen gehen, wie kann man den Regenwald retten, da hat nicht sofort jemand eine Patentlösung. Aber für einen Teilaspekt gibt es immer mal jemanden, der gute Ideen hat. Sie können Erfahrungen abfragen, zum Beispiel bei unserem Thema PowerPoint haben Sie vermutlich alle relativ viel Erfahrung und könnten uns die auch mitteilen, wenn es kein Webinar wäre. Sie können im Chat natürlich später noch uns Dinge mitteilen und auch allgemein Fragen stellen nachher, aber das wäre am Ende. Ja, und sonstige Beiträge abfragen. Dann könnte man dem Publikum Aufgaben stellen. Also wenn wir zum Beispiel Requisiten mitgebracht haben, hatte ich schon erwähnt, könnte man, wenn wir wissen, es handelt sich zum Beispiel um Medizinstudenten oder so, mal jemanden bitten, mit dem Stethoskop eine bestimmte Sache vorzuführen. Das sollte natürlich freiwillig geschehen, weil wir niemanden hier vorführen wollen. Ich habe den Würfel auch nochmal dazu genommen. Ich habe einen Kollegen, der benutzt den, um mit Algorithmen das Problem dieses Würfels zu lösen. Und das könnte man dort auch eventuell mal vorführen lassen, wenn das jemand zeigen kann. Was wir nachher später noch machen wollen, aber noch nicht sofort, ist eben die Abstimmung. Und zwar kann man natürlich das per Hand hoch machen, so wie wir es eben gewissermaßen gemacht haben, aber man kann es auch mit einem Audience Response System machen. Wir werden dafür nachher das StudRP-Tool Clicker verwenden, das sehen Sie dann. Und dort würde ich Sie bitten, eben auch an einer Aufgabe teilzunehmen. Ja, und das Letzte, was ich noch vorschlagen wollte, wäre Storytelling. Hier gibt es ein Beispiel, das aber nicht ausgeführt ist. Also viele Menschen schätzen es, wenn man ihnen eine nette Geschichte erzählt. Deshalb setzen sich auch so viele Menschen vor den Fernseher, um sich dort Filme und Serien anzuschauen zum Beispiel, weil sie dort eine Geschichte erzählt bekommen und wissen möchten, wie es weitergeht. Das funktioniert auch in Vorträgen.
und in PowerPoint-Vorträgen. Und das einzige Kriterium ist natürlich, dass diese Geschichte zum Thema passen muss und dass sie auch etwas aussagt über das Thema. Aber wenn das gegeben ist, kann eine Anekdote die Sache durchaus beleben. Ja, dann wären wir hiermit auch durch. Wir kommen auf das eine oder andere dann zurück bei den technischen Möglichkeiten, weil manches eben auch technisch umgesetzt werden kann. Bei den technischen Möglichkeiten verzweigt sich die Sache für mich zunächst in drei Richtungen. Und das erste, was ich mal vorschlagen wollte, ist nichtlineares Präsentieren. Was ist das? Die meisten Präsentationen, so wie wir es vorhin an diesem weißen Beispiel gesehen haben, laufen ja linear von Folie 1 bis Folie X durch und es ist praktisch eine Einbahnstraße und irgendwann ist man am Ende. Das, was ich hier mache, ist schon ein bisschen anders. Wir kommen ja immer wieder in dieses Hauptmenü zurück mit den drei Bereichen da. Und wir springen auch sonst das eine oder andere Mal herum in den Folien. Und da könnten Sie jetzt sagen, das kenne ich schon, das mache ich schon. Oder Sie könnten mich fragen, wie geht das? Und falls jemand dabei ist, der das nicht weiß, kommen wir auch darauf gleich, wie das geht. Das, was ist das? Da würde ich sagen, es läuft darauf hinaus, dass man interaktive Schaltflächen einbaut. Das heißt Knöpfe, auf die man drücken kann und dann wird man per Link irgendwo hingeschickt. Und man könnte, das mache ich in dieser Präsentation noch nicht, aber später in anderen, das Publikum mitentscheiden, welchen Weg man geht. Wir werden später Präsentationen sehen, die nur so funktionieren. Die können Sie gar nicht linear vernünftig bedienen. Und es geht auch darum, dass Sie mir sagen, was ich drücken soll. Aber dazu später. Jetzt zu der Frage, wie geht das? Ich habe jetzt also mal hier in der Mitte ein Objekt gebaut, das hat den Namen interaktive Schaltfläche. Und damit sie interaktiv wird, würden wir, das sagt der obere rote Pfeil, da mit dem Rechtsklick draufgehen. Dann würde dieses Kontextmenü erscheinen. Und der zweite rote Pfeil hier zeigt auf Hyperlink. Wenn wir das also mit einem Linksklick drücken, dann sehen wir danach das. Und hier können wir jetzt sagen, im aktuellen Dokument suche ich mir eine andere Folie aus, auf die ich verlinken möchte. Hier ist bereits voreingestellt die Folie 17 und das ist eine, die wir gerade erst gehabt haben. Das heißt, wer jetzt, wenn ich hier OK drücke und danach jemand auf diese interaktive Schaltfläche drückt, würden wir damit zur Folie 17 springen und wieder die Weichen sehen. Ja, die nächste technische Möglichkeit, die ich vorschlagen möchte, das ist Ihnen sicher nicht neu, das machen Sie wahrscheinlich schon in gewissem Rahmen, ist die Verwendung von multimedialen Elementen. Das meint jetzt in erster Linie die Nutzung von Bildern und von Audio und von Video. Viele Leute machen das schon, aber es gibt, wie wir vorhin gesehen haben, auch Folien, die eine Bleiwüste sind und die total langweilig sind und wo die Bilder fehlen. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten Bilder nutzen, dann muss ich sehen, wo ich diese Bilder herkriege. Und dabei müssen wir natürlich die lizenzrechtlichen Bestimmungen beachten, denn nicht alle Bilder sind gemeinfrei und damit für alles verfügbar, sondern es gibt ja das Urheberrecht zu beachten dabei. Deshalb habe ich jetzt mal eine Quelle hier vorgeschlagen. Sie sehen schon hier die interaktive Schaltfläche, die führt uns zu der Webseite Pixabay. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und hier finden wir also Bilder und ich gebe jetzt mal ein das Suchwort Wald. Ja, jetzt sehen Sie mehrere Bilder von Wäldern und ich suche mir jetzt diesen hübschen Herbstwald hier aus. Und das Ding darf ich kostenlos runterladen. Hier sehen Sie rechts kostenlose Downloads. Da gibt es mehrere verschiedene Auflösungen und die stehen alle frei zur Verfügung. Und das Gute ist, alle Bilder auf Pixabay, abgesehen jetzt von der obersten Zeile, ich gehe nochmal zurück, hier gibt es oben eine Zeile, da steht kommerzielle Bilder und alles, was darunter ist, ist auf diese Weise gemeinfrei. Was das genau bedeutet, also diese CC0-Lizenz, das können Sie nachgucken, indem Sie auf den Link klicken. Da steht jetzt was zur Nutzung von Bildern und Video. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, können Sie auf die Seite von Creative Commons gehen. Und da sehen Sie die Beschreibung dieser Lizenz. Das bedeutet, kein Urheberrechtsschutz steht hier. Und hier steht auch genau, was Sie tun dürfen mit diesen Dingen. Und das ist eine ganze Menge. Sie dürfen es kopieren, verändern, verbreiten, aufführen, sogar zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Das heißt, Sie brauchen auch nicht dran zu schreiben, woher Sie das haben. Gut. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Präsentation. Ja, viele von Ihnen werden schon solche Multimedia-Elemente benutzt haben. Achso, ich habe eben eins noch vergessen. Auf der Seite von Pixabay finden Sie nicht nur Bilder, sondern Sie können, ich sage das einfach nochmal, Sie können hier auch nach Videos suchen. Also das ist die Hauptseite, hier ist Bilder voreingestellt und hier können Sie jetzt auch Videos eingeben und dann würden Sie
was weiß ich, mit einem entsprechenden Suchwort nur noch Videos angezeigt bekommen. Das hatte ich eben vergessen. Gut, jetzt wäre meine Frage, woher beziehen Sie Ihre Bilder für Audios, Videos und Präsentationen? Und das könnten Sie uns, wenn Sie möchten, in diesen größeren Chat hier reinschreiben, der im Moment unten zu sehen ist. Ja, es sind schon eine ganze Menge Antworten eingetroffen. Ich muss jetzt schon scrollen hier. Also auch von Pixabay, von OER-Plattformen, also von Open Educational Resources. Und da gibt es eben Plattformen, die das anbieten. Da gibt es verschiedene. Von YouTube. Bei YouTube gibt es sowohl geschützte als auch freier nutzbare Sachen. Ja, und dann verschiedenes, Sie sehen es ja selbst, was alles eingegeben wurden. Wikipedia ist auch insofern gut, als es zumindest in der Regel Lizenzen sind, die Ihnen die Nutzung erlauben, wenn auch nicht immer CC0, also gemeinfrei. Ja, das ist schon mal eine schöne Auswahl. Gut, ich habe jetzt hier noch einen Link eingefügt, der führt uns zu CC Search. Das ist also die Seite von Creative Commons und hier haben wir eine Suchmaschine, da kann ich jetzt auch ein Suchwort eingeben, also zum Beispiel wie der Wald oder etwas anderes und kann mir dann eine dieser Webseiten aussuchen. Hier ist Pixabay eben auch dabei, aber eben auch vieles von dem, was wir eben gesehen haben, so, also YouTube ist dabei, Wikimedia ist dabei. Es ist allerdings auch hier so, dass nicht alle, so wie Pixabay, ganz freie Lizenzen haben. Man muss noch immer ein bisschen darauf achten, was man darf und was man nicht darf. Gut. Damit würde ich von diesem Thema erstmal weggehen. Und nachdem wir jetzt viel über Bilder gesprochen haben, wozu benutzt man denn Bilder? Also Bilder geben Eindrücke und es können eben auch durchaus starke Eindrücke sein. Im Gegensatz zu der Textwüste, die wir vorhin gesehen haben, haben wir hier jetzt zum Beispiel ein mögliches Thema Bevölkerung und ich habe hier jetzt einfach mal ein paar Bilder zusammengestellt und wir sehen jetzt also links zum Beispiel, die Leute vorne dran sind noch gut als Menschen erkennbar und wenn man dann etwas weiter hineingeht nach hinten in das Bild, verschwimmen diese einzelnen Menschen zu einer Masse und das ist auch das, was das Bild daneben ausdrückt. Wir haben eine riesige Stadt, in der überall irgendwo Menschen leben hinter diesen Fenstern, sie sind aber für uns auch nur eine Masse und unten haben wir eben weitere Menschen, die das betrachten. Das ist natürlich jetzt noch keine adäquate Behandlung eines Themas, es ist nur ein Einstieg. Und man gibt eben Eindrücke. Und das kann sich bei vielen Themen lohnen, wenn sie eben das zu visualisieren und anschaulich zu machen, statt eben nur eine Textwüste mit Zahlen, Daten und Fakten anzubieten. Ein weiteres Beispiel haben wir hier. Hier wäre das Thema der Regenwald. Und auch hier bekommt man zum Einstieg einfach einen Eindruck, wie das aussieht und dass das etwas Lebendiges ist, statt nur schwarz auf weiß Zahlen, Daten, Fakten. Also mir hat es immer gefallen, wenn Leute großformatige Bilder zum Einstieg in ein Thema benutzt haben. Deshalb würde ich das durchaus empfehlen, eben um Eindrücke zu schaffen und Akzente zu setzen. Hier haben wir nochmal den Vergleich, wie das aussieht, wenn keine Bilder verwendet werden. Das hatten Sie ja schon auf der anderen Folie gesehen. Ist tatsächlich im Vergleich etwas langweilig. Gut, kommen wir zur Nutzung von Video. Hier muss ich einen kleinen Exkurs machen. Birgit hatte vorhin erwähnt, dass ich aus den Geisteswissenschaften komme. Ich habe viele Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und ich habe dabei sehr gerne mit Video gearbeitet, habe auch viel mit Videos gearbeitet, die in PowerPoint eingebettet waren. Das ist deshalb gut, weil man in PowerPoint dann gleich die Aufgabenstellung mit dazu machen kann. Das heißt, man kann dann die Videos mit Texten einrahmen oder vorher Aufgaben stellen, hinterher Aufgaben stellen. Also bevor oder nachdem das Video in PowerPoint angezeigt wurde. Ich hätte Ihnen gerne ein schönes Beispiel dazu gezeigt, dass man sogar Grammatik und Wortschatzarbeit des Deutschen, also im Bereich Deutsch als Fremdsprache, mit PowerPoint auf der Basis von Video machen kann. Das Problem dabei ist bloß, das Video, was ich dafür benutzt habe, das war 3 Minuten lang und insofern wohl geeignet, aber dafür habe ich im Kontext unseres Webinars leider nicht das Recht, Ihnen das zu zeigen. Und dann habe ich versucht, etwas als Ersatz zu finden, womit man das Gleiche machen kann und das ist mir leider nicht gelungen. Deshalb bin ich jetzt auf ein fachfremdes Video und eine fachfremde Aufgabe ausgewichen. Sie sehen hier Professor Vornberger von der Universität Osnabrück, der ist inzwischen emeritiert. Und natürlich habe ich ihn gefragt, ob ich das benutzen darf, weil ich ja sonst auch hier einen Verstoß begehen würde. Und er hat mir das genehmigt und das handelt sich hier um, also das Video, um einen Ausschnitt aus einer Vorlesungsaufzeichnung.
aus der Informatik. Und es geht um ein Problem, das sehen Sie da schon als Titel, das nennt sich die Türme von Hanoi. Und dieses Problem hat er behandelt in einer Vorlesung über Algorithmen. Wir sehen also einen Ausschnitt von etwas weniger als einer Minute, wo das Problem eben gestellt und dann auch eine Lösung vorgeführt wird im Video. Und bevor wir aber jetzt das Video sehen, gibt es hier erstmal die Aufgabenstellung und die Regeln. Alle fünf Scheiben, die wir jetzt rechts auf diesem Pinökel da sehen, sollen vom rechten Pin auf den linken Pin umgeschichtet werden. Der mittlere Pin wird dabei als Übergangsstation verwendet und es darf immer nur eine Scheibe auf einmal bewegt werden, damit man nicht den ganzen Turm einfach von einer Seite auf die andere Seite legt. Und es darf dabei niemals eine größere Scheibe über einer kleineren Scheibe liegen. Und das ist das, was das Problem verursacht und wo man jetzt mit Algorithmen rangehen kann, um das zu lösen. Gut, das sind also unsere Regeln und ich würde Sie bitten, gleich an dieser Aufgabe mitzuwirken. Also ich würde Sie zu einer Abstimmung einladen, dass Sie eine Schätzung abgeben, nämlich wie viele Bewegungen sind minimal notwendig, um nach diesen Regeln den ganzen Turm auf den linken Pin umzuschichten. Und dafür gehen wir jetzt in das Abstimmungstool StudRP und jetzt könnten Sie eventuell, wenn wir das starten, Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Rechner benutzen, um daran teilzunehmen. Ich starte jetzt mal die Abstimmung und Sie sehen hier die Frage nochmal, wie viele Bewegungen sind minimal notwendig, um den ganzen Turm auf den linken Pin umzuschichten? Sie sehen, Herr Vornberger hat schon damit begonnen und hat das kleine Ding schon auf einen anderen Pin getan. Und ich zeige Ihnen jetzt den QR-Code. Also diejenigen, die einen QR-Code-Scanner auf ihrem Smartphone haben, können den jetzt benutzen. Wenn Sie das einscannen, kriegen Sie dann die Fragestellung auf Ihren Bildschirm und können an der Abstimmung teilnehmen. Diejenigen, die kein Smartphone oder keinen QR-Code-Scanner haben, können auch hier oben die URL benutzen. Die ist ja nicht so sehr lang. Oder In den einfach in Browser den Chat eingeben und klicken, können da ist dann er auch ebenfalls nochmal teilnehmen. angegeben. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Ach so, genau. Ja, wir werden jetzt eine Weile warten, auch noch mit dem QR-Code sichtbar, bis die Antworten eingetroffen sind. So, ich sehe jetzt schon 21 Stimmen. Gibt noch ein paar mehr Teilnehmer, wie es scheint. Ja, ich bin da jetzt sehr gespannt, wie die Schätzungen aussehen. Also, ich kann Ihnen ja mal sagen, was danach passiert. Wir werden die Abstimmung dann gleich beenden. Dann bekommen wir eine statistische Übersicht, wie viele Personen welche Anzahl geschätzt haben. Und die Auflösung wird dann das Video bringen. Es wird also einen Videobeweis geben, der zeigt, wie viel notwendig ist. Und das ist dann der Grund für unseren Videoeinsatz. Ja, wir haben jetzt 26 Stimmen und ich sehe im Moment in der Liste 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich werde das jetzt mal hier wegnehmen und die Abstimmung beenden. So, also 19% glauben, dass 9 Bewegungen ausreichen werden. 14% glauben, dass wir 13 Bewegungen brauchen. 29%, das ist die größte Zahl, glauben, dass wir 19 Bewegungen brauchen, auch 29% glauben, dass wir 24 Bewegungen brauchen und 7% glauben, dass wir 31 Bewegungen brauchen. Ja, dieses Tool kann man natürlich auf verschiedene Weise nutzen. Wenn es sich zum Beispiel um Stoff handelt, der schon in einer Unterrichtsstunde vorher behandelt wurde, dann würde man als Lehrender oder Lehrende jetzt hoffen, dass das richtige Ergebnis die weitaus größte Zahl ist. In diesem Fall sind Sie natürlich völlig unvorbereitet. Sie raten im Grunde nur. Und deshalb ist es auch verständlich, A, dass es keine ganz überzeugende Zahl gibt, die größer ist als alle anderen, und B, dass natürlich notwendigerweise hier relativ viele Ergebnisse nicht richtig sind. Wir gehen jetzt mal zurück in die Präsentation. So, also hier sehen Sie die Seite, wo das Video eingebettet ist. Die würden wir normalerweise benutzen. Ich könnte das Video jetzt auch starten, aber da wir hier eine Bildschirmfreigabe haben und das Ding nicht direkt in Adobe Connect drin ist, wäre die Folge davon, dass Sie das Video zwar sehen, aber nicht den Ton hören könnten. Wir haben deshalb das Video nochmal in Adobe Connect reingeholt
Und Birgit wird uns jetzt das Video mit Ton zeigen. So, wenn man da eine Weile nachdenkt, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, dann würde sich jetzt folgende Sequenz ergeben. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Also offenbar. Also offenbar kann man in 31 Verlegeoperationen diese 5 Scheiben von A unter Zuhilfenahme von B nach C bekommen. Ja, danke. Wie gesagt, wir hätten das Video auch hier benutzen können. Hier gibt es das auch. Ich höre das jetzt, aber Sie wahrscheinlich nicht. Gut, ja, viele von uns haben das unterschätzt, wie viele Bewegungen man braucht. Das liegt natürlich daran, dass eben niemals eine größere über einer kleineren Scheibe liegen darf und dass deshalb sehr viele Ausweichbewegungen notwendig sind. Ja, wir haben jetzt also den Videobeweis gesehen. Es sind 31 Stück und wenn wir uns nochmal die Ergebnisse angucken, nur 7% haben gedacht, dass es so viele Bewegungen sind. Gut, das macht aber nichts. Es ging jetzt ja nicht darum, richtig zu liegen, sondern es ging darum, eben zu zeigen, wie man Video eben in PowerPoint benutzen kann. Und wenn ich das in Präsenz gemacht hätte, hätte ich natürlich hier auch die eingebettete Version des Videos genommen. Ja, es gibt natürlich nicht nur eine, sondern ganz viele Möglichkeiten, um Video zu verwenden. Und ich hatte vorhin schon ein Beispiel eben aus meiner Lehrtätigkeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache genommen. Da gab es auch eine ganze Reihe mehr. Aber wir haben gesagt, ein Beispiel reicht. Sie benutzen ja vielleicht selbst schon Video. Und wir kommen jetzt zum letzten Bereich der technischen Möglichkeiten. Und zwar den Übungen und Spielen. Rainer, wir haben eine Frage. Rainer, wir haben eine Frage. Wie wurde das Klickerfeld eingebunden? Das war nur der Link zur Webseite, glaube ich, ne? Ich gehe mal zurück. Ja, genau. Das war wieder so eine Schaltfläche, wie wir jetzt hier auch die drei sehen. Und die hat einen Hyperlink enthalten zur Webseite von StudRP Osnabrück. Und im StudRP Osnabrück war bereits eben dieses Audience Response System Clicker vorbereitet, also das Lernmanagementsystem StudRP. Und da ist es also so, dass man auch ohne eingeloggt zu sein dann mit der entsprechenden URL oder dem QR-Code teilnehmen kann, egal wo man ist. Genau. Ich sehe gerade noch eine. Helene, die Frage gestellt hatte, schreibt. Ah, okay. Ja, es gibt natürlich noch eine Menge mehr an Klickersystemen, nicht nur StudIP, aber es gibt viele webbasierte Klickersysteme inzwischen, die man gut einsetzen kann. Ja. Also früher war das so, dass man dafür mehr Hardware verwendet hat, eben so taschenrechnerähnlich aussehende Geräte, die dann rumgegeben werden mussten, damit die Leute abstimmen konnten. Und dann wurden die am Ende wieder eingesammelt. Das hat sich aber mit der Zeit als eher unpraktisch erwiesen, denn das haben ja die meisten Leute ein Smartphone dabei, was man eben auch gut nutzen kann und das ist dann einfacher. Und StudRP hat sowas, viele andere Systeme gibt es auch viele eben, die browserbasiert sind. Gut, also ich komme jetzt nochmal zu dem Bereich Übungen und Spiele. Game-Based Learning und Case-Based Learning. Wenn man in der Lehre Spiele verwendet, dann geht es häufig darum, die Motivation der Teilnehmenden zu steigern. Das heißt, wenn das Thema sie sonst nur wenig berühren oder interessieren würde, sind sie trotzdem oft bereit, eben ein Spiel mitzumachen und werden dann auf diese Weise in das Thema hineingezogen. Game-Based Learning hat dann eben eine Reihe von Voraussetzungen, aber eben auch eine Reihe von Effekten und Vorteilen. Was mir besonders auch am Herzen liegt, ist der letzte der drei markierten Punkte. Ich will das hier jetzt nicht alles vorlesen. Wir können sich ja selbst ein bisschen reinlesen. Der letzte der drei Punkte sagt eben, dass Game-Based Learning Lernpotenzial im Misserfolg hat. Also wenn Sie den Spielern ein Spiel geben, wo sie Dinge ausprobieren und auch mehrfach Antworten geben können, dann erfahren sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Wenn sie also etwas falsch gemacht haben, haben sie danach die Gelegenheit, es nochmal zu probieren und dann richtig zu machen. Genau sowas werden wir auch gleich sehen. Und man sucht dann eben
aktiv und auch aus Interesse häufig nach Möglichkeiten, das besser zu machen und lernt dabei. Gut, jetzt haben wir hier zunächst mal zwei Beispiele. Es gibt gleich noch eins aus dem Bereich Case-Based Learning. Wir haben also insgesamt drei weitere PowerPoint-Präsentationen, die in sich abgeschlossen sind. Ich zeige jetzt einfach mal die erste und das ist ein Quizspiel, das mit PowerPoint erstellt wurde. Also, ich drücke hier auf Weiter und das funktioniert alles über interaktive Schaltflächen. Sie werden gleich, wenn es losgeht, immer ein Bild sehen und dann gibt es fünf Antworten, die sich auf das Bild beziehen, von denen ist eine richtig und vier falsch, also eine Single-Choice-Aufgabe. Und ja, es geht jetzt los. Sie sind jetzt gefragt, welches der drei Themen möchten Sie dann mal versuchen? Hier ist es also jetzt so, dass Sie die Auswahl haben und nicht ich entscheide. Ja, es kam zuerst Kunst und dann Chemie, dann machen wir das mal in dieser Reihenfolge. Ich gehe also jetzt mal bei Kunst rein und die erste Frage lautet, von wem ist das Gemälde? Sie können wieder in den Chat schreiben. Die erste Antwort würde ich dann auch benutzen. Ja, da hat ein Teilnehmer gesagt, das ist von Monet, das könnte gut sein, weil es ja sehr impressionistisch aussieht. Ich gebe das jetzt mal ein und leider ist das falsch. Wir versuchen das ruhig nochmal und geben eine neue Möglichkeit. Ja, die zweite Antwort ist Renoir, das gebe ich jetzt auch mal ein. Und ja, das ist richtig. Und wir sehen hier nun auch, welches Bild das ist und aus welchem Jahr. So würden wir zur nächsten Aufgabe kommen. Von wem ist denn dieses Gemälde? So, da kommt zuerst Picasso. Und das ist gleich auch richtig. Ja, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Ja, was haben wir da als erstes? Dürer wurde gesagt. Das geben wir doch mal ein. Auch leider falsch. Wir versuchen es nochmal. Rubens ist die zweite Antwort. Ja, und das ist wieder richtig. Perseus befreit Andromeda. Die nächste Aufgabe. Von wem ist das denn? August Macke wurde vorgeschlagen. Das ist leider falsch. Und dann kommt als nächstes Friedrich, Caspar David Friedrich. Das ist richtig, die Lebensstufen. Und als letztes haben wir dieses hier. Machen wir das auch nochmal. So, da kommt als erstes Franz Marc. Das ist falsch. Und das zweite ist Dali. Und das ist richtig. Und dann sind man wir hier durch mit den fünf Fragen, kommen zurück zum Themenmenü. Genau, man könnte jetzt natürlich auch prima die einzelnen Kennzeichen, ja, oder Merkmale der verschiedenen Künstler dann nochmal darstellen, ne, und darauf eingehen. Richtig. Gehen wir kurz nochmal rein. Also zum Beispiel, hier wurde ja erst Monet gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Antwort, weil es eben von einem Kollegen von Monet ist, der ganz ähnlich malt. Und wenn man erkennt an diesen feinen Tupfern, dass es sich um Impressionismus handelt, das hat derjenige wahrscheinlich erkannt, war es einfach nahe dran. Und man könnte natürlich jetzt, wenn man sich im entsprechenden thematischen Kontext befindet, tatsächlich das auch also für die Diskussion benutzen der Elemente in diesen Bildern. Gut, ich gehe da mal raus. Es wurde gesagt, vorhin auch Chemie, das gucken wir uns einfach nochmal an, weil es anders aussieht. Ja, hier wäre jetzt die Frage an Sie erstmal, welche chemische Verbindung ist das, die so aussieht? Da hat jemand Kochsalz gesagt. Das schauen wir uns mal an. Die Antwort ist leider falsch. Schwefelsäure, sagt jemand. Ja, wenn man sich die Elemente anguckt, H2SO4 und das S, das Gelbe, ist Schwefel. Das könnte durchaus sein, das ist richtig. Ja, und das geht jetzt so weiter. Das ist ziemlich einfach wahrscheinlich. Kennen viele Soda? Nein, das war es nicht. CO2 heißt dann Kohlendioxid, ne? Ja, genau, das sieht man ja auch hier. Zwei O's und ein C. Gut, machen wir das noch und dann gehen wir da raus. Es geht ja jetzt nicht darum, uns hier abzureagieren am Quiz, sondern, was haben wir da? Kochsalz, das ist sofort richtig. Okay, also gehen wir raus. Jetzt könnte man, also einige werden es vielleicht wissen, wir haben ja schon gesagt, das beruht auf interaktiven Schaltflächen. Wir gehen da vielleicht trotzdem nochmal rein, falls jemand genauer wissen möchte, wie das gemacht wurde. Also, ich zeige Ihnen das mal im Editiermodus. Na?
Oh, jetzt kriege ich das nicht hin. Wieso nicht? Kommt gleich. So, da haben wir es. Also das hier, was wir hier sehen, ist eben das Hauptmenü gewissermaßen. Das sind natürlich ganz normale interaktive Schaltflächen, die mit einem Hyperlink versehen sind. Und wenn ich jetzt Kunst auswähle, komme ich zum ersten Bild hin. Das können Sie sich so denken. Und dann ist es so, jedes Element besteht eben aus drei Teilen. Das ist der Auswahlbildschirm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Monet eingebe, dann ist das falsch. Und dann komme ich eben auf dem Bildschirm leider falsch durch einen Hyperlink. Und wenn ich dann den Renoir eingebe stattdessen, komme ich auf diesen Bildschirm richtig. Und so geht das eben bei allen Bildschirmen, dass es also immer genau drei gibt, eben die Auswahl, das richtig und das falsch. Und das wird also permanent hin und her geschaltet. Und wie Sie hier sehen, kann man diese PowerPoint-Präsentation überhaupt nicht linear bedienen. Das wäre völlig unsinnig, sondern die muss über Schaltflächen bedient werden. Und tatsächlich habe ich das auch so gestaltet, wenn Sie irgendwo hinklicken, würde normalerweise ja die nächste Folie kommen. Das habe ich verhindert, damit man wirklich nur die Schaltflächen benutzt, die da vorgesehen sind. Gut, da gehen wir jetzt raus und kommen zum zweiten Beispiel dieser Art. Und das ist die Bildinterpretation. Raphael, die Sixtinische Madonna sehen wir. Und das handelt sich um ein religiöses Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Das ist für uns jetzt nicht mehr ganz so einfach, uns da in diese Welt hineinzudenken. Deshalb könnte es sein, dass wir dabei Hilfe gebrauchen. Und deshalb können Sie jetzt auf irgendein Bildelement klicken. Ja, das ist eine gute Frage von Herrn England da. Dazu kommen wir aber dann später, wenn allgemein das Fragen eröffnet ist. Wir machen das hier schnell zu Ende, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Also, Sie können jetzt sagen, wohin ich klicken soll, damit wir uns dieses Bild jetzt erschließen. Und dann kriegen wir Hilfe. Ja, die Frage, wie man das verhindert, können wir nachher auch noch kurz beantworten. Haben Sie einen Vorschlag? Grüner Vorhang wird genannt. Oh. Achso, ja, machen wir das. Also, hier, der grüne Vorhang. Die Bildgeo, ich hatte das erst nicht als Vorschlag verstanden, Entschuldigung. Also, die zurückgeschlagenen Vorhänge in den oberen Bildecken betonen die geometrische Bildkomposition der drei Figuren, die im Dreieck angeordnet sind. Und wenn Sie das jetzt sich als Dreieck vorstellen, vor allem auch die Figuren so sehen, sind die Vorhänge eben eine dreieckige Einrahmung. Die Engel unten, klicken wir da mal drauf, Raphaels Engel, sind zwei Putten, also nackt auftretende Kindergestalten als Begleitfiguren in einem Bild. Sie sind also mehr Beiwerk und gehören nicht direkt zur Hauptbedeutung des Bildes. Allerdings sind sie die bekanntesten Bestandteile davon, weil sie häufig auf Postkarten oder in der Werbung Verwendung finden. Deshalb kennt man die. So, was haben wir noch? Die Engelchen. Ja, ich werde jetzt, ja, es kommt gleich noch was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Madonna anklicke, kommen wir natürlich dem Hauptthema näher. Jetzt erfahren wir schon, dass die anderen beiden eben Papst Sixtus II. Und die heilige Barbara sind. Die Figuren sind im Dreieck angeordnet und es wird die Blickrichtung genannt. Hier ist es so, dass der Sixtus, der hier links ist, eben mit dem Finger in eine Richtung zeigt und die Figuren, die Madonna und das Kind folgen dem Blick. Und das soll eine Vorahnung des Kreuztodes Christi ausdrücken. Da würden Sie jetzt fragen, wieso? Und das erfahren wir eben bei Sixtus. Seine Hand weist auf das Kruzifix, das sich am Originalstandort außerhalb des Bildes befand. Die Blicke der Madonna und des Kindes folgen der Richtung, in die er zeigt, sehen also das Kruzifix, an dem eben Jesus hängt. Und damit ist gewissermaßen eine Vorahnung auf die Zukunft gegeben, was mit diesem Kind passieren wird. Ja, und beim Kind haben wir dann noch eine ähnliche. Und dann eben noch die Bedeutung der heiligen Barbara. Wir können uns sogar noch den Hintergrund angucken. Und diese Präsentation, darin kann man jetzt beliebig hier rumklicken. Wir kommen hier überhaupt nicht raus. Das ist nämlich so, dass ja, man nichts weiter tun kann, als dahin klicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwo ins Weiße klicke, dann passiert nichts. Und es ist ja gerade noch mal ganz kurz, worden, Rainer, warte mal. Lena hat eine Frage. Ich verstehe den Einsatz dieser PowerPoint nicht. Da müsste doch die Folie den Studierenden oder dem Auditorium gegeben werden, damit diese selber klicken. Also zunächst mal ist es so, dass
lässt sich sehr schön bedienen als selbst ablaufende Präsentation. Wir haben diese Beispiele Ihnen auch zur Verfügung gestellt auf unserer eKult-Webseite und dort haben Sie das als PPTS, also als selbstlaufende PowerPoint. Die können Sie dort herunterladen und dann selbst darauf klicken. Also, genau, ich denke, man kann es sowohl auch natürlich im Unterricht verwenden, um auf Zuruf drauf zu klicken, aber dann auch hinterher bereitstellen als kleines Lernmodul oder kleine Lerneinheit oder Informationseinheit. Genau. Also entweder so, wie ich es jetzt gemacht habe, eben ich klicke auf das, was Sie mir sagen, oder im Nachhinein, wie Helene es vorgeschlagen hat. Gut, da gehen wir auch noch mal kurz rein. Ich hoffe, das kriege ich jetzt schnell hin. Noch 6 Minuten. Nicht mehr viel Zeit, ne? Vielleicht auch 7. Ja, so, hier sehen Sie die Präsentation. Das ist also nicht so, dass da in dem Bild sich irgendwas verändert, sondern es ist immer dasselbe Bild. Und über diesem Bild liegen, das kann ich Ihnen mal zeigen, hier sehen Sie jetzt bei der Heiligen Barbara eine unsichtbare Folie, ein transparentes Ding. Und wenn Sie das anklicken, wird da eben der Hyperlink ausgelöst. Ich kann Ihnen den mal zeigen. Also der zeigt dann eben auf diese Folie. Gut, und jetzt können Sie fragen, wie macht man das, diese Dinger? Manche wissen es vielleicht. Hier habe ich jetzt am Ende nochmal eine Folie eingefügt, auf der nichts weiter drauf ist als das blanke Bild. Und ich zeige jetzt mal kurz, wie man das, diese unsichtbaren Dinger darüber legt. Ich nehme hier oben so ein ovales Ding und ziehe das hier über die Dame rüber. So, jetzt ist sie davon ganz bedeckt. So soll es natürlich nicht aussehen am Ende. Aber wir setzen als erstes mal den Hyperlink. Die Dame ist zu finden in diesem Dokument und zwar auf Folie 5. Hier sehen Sie das, ne? Den Text, der sie erklärt. Jetzt verlinke ich das. So, jetzt ist dieses orange Ding, zeigt jetzt auf die Seite 5, wo die Barbara erklärt wird. Und jetzt kann ich die Form formatieren. Dann gehe ich auf Füllung und sage keine Füllung. Jetzt ist das Ding schon mal transparent, hat aber noch eine Linie. Und auch die Linie kann ich ausschalten. So, und jetzt haben wir hier genau das, was Sie eben gesehen haben, nämlich ein Rechteck, das darüber liegt. Und wenn ich das anklicke, das können Sie jetzt auch sehen, sehen Sie genau der Bereich, in dem der Klick akzeptiert wird. Und der deckt sehr schön auch diese Figur ab. Ja, so kann man das machen. Und jetzt war noch die Frage, wie geht das, dass die Leute nichts klicken können? Ich habe mir sagen lassen, das geht auch auf eine automatische Art, eine PowerPoint-Einstellung. Ich habe es mit Bordmitteln so gemacht, dass ich hier, sehen Sie vielleicht, jetzt liegt eine Folie, wieder eine transparente Folie, ganz über allem. Und diese hat einen Hyperlink und der verweist auf Sie selbst, auf Seite 8. Das heißt, wenn ich auf Seite 8 in dieses Weiße hier nebenbei klicke oder auf den Titel oder was auch immer, dann ist das ein Kommando, gehe zu Seite 8 und das ist wieder diese Seite. Aus diesem Grund passiert gar nichts. Es wird also verhindert, dass linear zur nächsten Folie fortgeschaltet wird, was ja normalerweise passieren würde. Damit Sie aber trotzdem die Sachen im Bild anklicken können, wurde hier mit Ebenen gearbeitet. Diese große Folie, die über allem liegt, ist praktisch auf der höchsten Ebene, außer den transparenten Dingern, die in dem Bild verwendet wurden. Hier ist zum Beispiel das von dem Kind. Das liegt eine Ebene höher und ist deshalb trotzdem anklickbar. Andere Elemente, wie zum Beispiel dieses Titelelement hier, sind nicht anklickbar, weil sie unterhalb der Folie liegen und würden dann auf dieselbe Seite verweisen. Das ist, wie gesagt, mit Bordmitteln selbst zusammengebaut, aber so geht es auf jeden Fall auch. Gut, dann gehen wir da jetzt raus, denn wir haben noch etwas. So, es gibt auch nur noch ein weiteres Beispiel, das müssen wir dann schnell machen. So, wo waren wir denn? Wir waren auf dieser Seite. So, jetzt sehen Sie es wieder. Jetzt gehe ich weiter und kommen wir zum Case-Based Learning, das heißt also eine spezielle Form des Game-Based Learning, in der ein Fall exemplarisch durchgespielt wird. Und Sie bzw. die Lerner treffen Entscheidungen, die sich auf den Verlauf des Falles auswirken. Das läuft jetzt alles wie gehabt. Wir werden hier durchgeführt. Wir sind ein praktischer Arzt, der jemanden behandeln soll, der ein Problem hat. Wir müssen also erst eine Diagnose treffen und dann Entscheidungen für die Behandlung. Und die Simulation reagiert eben auf das, was Sie diagnostizieren und dann auch als Behandlung auswählen. So, wir haben einen Patienten, der war auf dem Weg zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch, als er plötzlich Schmerzen im Oberkörper bekam, welche in die Schultern ausstrahlen. Er hat Schweiß auf der Stirn und berichtet, dass er seit Beginn der Symptome einmal erbrochen hat. Also wenn wir nicht in Zeitdruck wären, würde ich Sie jetzt fragen, worauf wollten Sie klicken? Jetzt kommt er auch schon. Einriss der Aorta wird da vorgeschlagen, machen wir. So, jetzt haben wir also eine Diagnose gestellt und können verschiedene
Sachen auswählen, wie wir den Patienten behandeln wollen. Wenn die Aorta also hier eingerissen wäre, dann würde der nach innen bluten, der Patient, und ich könnte jetzt eine Blutuntersuchung machen, um eine Anämie, also den also Blutverlust nachzuweisen. Das Blutbild ist allerdings unauffällig. Es gibt keine Zeichen für größere Verluste. Jetzt könnte ich entweder meine Diagnose ändern oder bildgebende Verfahren verwenden. Normalerweise, wie gesagt, würden Sie das jetzt alles auswählen und ich würde einfach stumpf das machen, was Sie mir sagen. Und früher oder später würden Sie entweder den Patienten heilen, das wäre schön, oder Sie würden ihn umbringen möglicherweise, wenn das ein schwereres Leiden ist. Ja, wir können ja mal sagen, wir machen eine MRT und da sehen wir auch nichts Auffälliges, also ändern wir mal die Diagnose. Nehmen wir mal an, da der Mensch jetzt auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch war, dass er sehr nervös ist und sich selbst verrückt macht, also psychosomatische Beschwerden hat. Und jetzt habe ich hier wieder Sachen zur Auswahl. Und ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel sagen, das ist alles nicht so schlimm. Hier nehmen Sie eine Schmerztablette und ein Beruhigungsmittel, da kommen Sie schnell wieder auf die Beine. Und dann schicke ich ihn natürlich nach Hause und leider ist der Patient am Abend verstorben. Nun haben wir glücklicherweise niemanden echt umgebracht und können es einfach normal versuchen. Und vorhin wurde nun auch der Herzinfarkt vorgeschlagen. Nur das ist nicht so ganz einfach, einen Herzinfarkt richtig zu diagnostizieren und dann auch zu behandeln. Das ist nämlich gedacht so für ja, Studierende im dritten Semester oder sowas, die sich jetzt noch nicht super gut auskennen, aber so ein bisschen die Entscheidungen abschätzen können. Und die kommen dann irgendwann drauf, dass man am besten ein Elektrokardiogramm macht. Dort sieht man etwas drauf, nämlich dass wir bestimmte Hebungen in den Wellen haben. Und wenn man das richtig interpretiert, dann weiß man, dass man eine Primär-PTCR, also eine mechanische Öffnung und Weitung des Herzgefäßes machen muss. Und damit wird die schadhafte Stelle gewissermaßen geöffnet und überbrückt und wir retten den Patienten. Ja, das habe ich jetzt im Schnelldurchlauf gemacht. Und wie das gemacht wurde, können Sie sich vorstellen. Diese vier Boxen da unten sind eben immer mit irgendwelchen Seiten im Dokument verknüpft. Gut, dann gehen wir da jetzt auch raus. Und damit bin ich mit den Beispielen jetzt am Ende. Und es wurde ja eben gefragt, ob man das den Lernern dann auch zur Verfügung stellen kann. Genau das haben wir gemacht. Wir haben die mal auf eCodeMe, also unsere Webseite, eingestellt. Da gehe ich jetzt auch nochmal kurz hin. So, wenn Sie da ankommen, würden Sie auf für die Lehrpraxis gehen, Materialien auswählen und dann Präsenzlehre, denn PowerPoint ist ja wird meist als Präsenztool genutzt. Hier haben Sie jetzt eine ganze Reihe von Dingen, die Sie runterladen können, zu verschiedenen Themen. Und relativ weit unten finden Sie dann unter Präsentationen, PowerPoint, eben diese Spiele. Und ich gehe jetzt mal auf das Quizspiel, öffne das und sofort kommt das auf den Bildschirm. Das ist dann auch sogleich aktiv, weil das eben eine PPTS, also eine selbstlaufende PowerPoint ist. Und da können Sie dann auch selbst mit rumspielen und das nochmal ausprobieren hier. Ja, dann wäre ich mit meinen Ausführungen am Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie so schön mitgemacht haben. Ich stehe im Folgenden auch für Fragen zur Verfügung und hoffe, dass ich sie beantworten kann. Und kannst du noch einmal den Pfad zeigen, wie du da hinkommst? Ja, nochmal, wo du die Materialien findest. Also auf der eCult-Seite, dann für die Lehrpraxis. Hauptseite sehen Sie hier oben die URL www.ecult.me und dann gibt es hier ein Auswahlmenü für die Lehrpraxis, Materialien und dann eingerückt Präsenzlehre. Und wenn Sie da draufklicken, kriegen Sie die Gesamtliste zu verschiedenen Themen. Hier gibt es zum Beispiel auch Audience Response und da gibt es dann auch das Clicker, was wir vorhin gesehen haben. Also so allerlei Tools zu denen und Szenarien auch, zu denen Sie sich was angucken können. Und weiter unten eben die Präsentationen. Und da sind genau die drei Fallbeispiele oder die drei Spielebeispiele, die Sie gesehen haben. Zum direkten Auslösen. Genau. Ja, und das Schöne daran ist, ich schalte mich mal wieder dazu, wenn mein Video, na, das will irgendwie nicht meine Kamera heute, ganz strange. Also, Sie können mich leider nicht im Video sehen. Aber das Schöne an diesem PowerPoint ist, also wenn Sie die starten, direkt starten, läuft es als Präsentation ab. Aber Sie können die auch selber verändern oder auch selbst nochmal in PowerPoint das nachvollziehen, wenn Sie erst PowerPoint öffnen und dann die Präsentation, also dazu müssen Sie sich die Datei runtergeladen haben, dann können Sie auch nachvollziehen, wie das mit den Hyperlinks und so weiter ist und selber auch Änderungen vornehmen. ja, Peter, hätten wir jetzt mal gewusst, wie wir die
behandeln hätten können, die Kamera. Ja, also das ist das Schöne. Sie können also wirklich damit spielen, ändern, abändern und auch mit Ihren eigenen Beispielen auch ergänzen. Das werden wir sicherlich dann auch nochmal mit ein paar Tipps und Tricks auch auf der Webseite dann nochmal näher erläutern, wie das funktioniert. Ja, dann erstmal, Rainer, ganz herzlichen Dank für das Webinar. Es war doch immer mehr Inhalt, als man dann irgendwie denkt. Und ja, aber ich fand es sehr informativ und auch gerade so diese Beispiele, die du gebracht hast, ist natürlich immer die Frage, nimmt man das, verwendet man diese PowerPoint in Präsenzunterricht oder stellt man es hinterher zur Verfügung? Ich denke, dass man auch, wenn man das im Präsenzunterricht einsetzt und dort dann auch nochmal erläutert, wieso sollte man denn jetzt das und das Verfahren wählen oder ne, wieso kommt man zu dieser Entscheidung, was ist der Grund oder warum hat man das und das Bild ausgewählt, ja, aus welchen Merkmalen hat man jetzt auf Rubens meinetwegen geschlossen, dann kann man das, glaube ich, auch sehr gut in den Präsenzunterricht einbetten und einfach durch diesen spielerischen Ansatz auch die Inhalte nochmal auf einem anderen Weg vermitteln.